Weihnachten 2050. Wieder einmal ist ein Jahr vergangen und der Weihnachtsduft nach Zimt und Orange schlägt mir entgegen. Nichts mehr ist wie früher, wo man besinnlich zusammensaß, stille Nacht sang und die liebevoll eingepackten Geschenke öffnete. Gewisse Ähnlichkeiten bestehen noch. Wir sitzen ebenfalls vor unserem Christbaum, nur ist es heute ein eher 3D-Weihnachtsbaum. Und öffnen unsere Geschenke. Heutzutage bringen unsere Hightech-All-in-One-Androiden unsere Geschenke und sie decken zur Freude meiner Mutter den Tisch für den Festschmaus. Leider feiern wir keine weißen Weihnachten mehr. Die Temperaturen sind mild bei ca. 12 Grad. Unser R3D-Weihnachtsbaum kann es zum Glück schneien lassen. Dieses Jahr, da ich endlich genug alt bin, um mein Öko-R-Mobil zu fliegen, bekomme ich meinen ersehnten Chip zu Weihnachten geschenkt. Dieser dient mir als Zündschlüssel und der Android implantiert ihn mir gleich unter die Haut. Anschließend führt mich unsere elektronische Haushaltshilfe zum Parkplatz und dort steht das allerneueste Modell. Vor Freude machte ich einen Luftsprung. Als Dankeschön drückte ich meiner Mutter und meinem Vater einen Kuss auf die Wange und schaue ihnen mein Geschenk auspacken zu. Meine Mutter erhält eine Rarität, einen Honig aus der Region. Und mein Vater, der Antiquitäten mag, bekommt eine CD von Wham, Last Christmas. Mein größerer Bruder bekommt ein Samsung Galaxy 88E23WH. Die Augen meines jüngeren Bruders leuchteten auf, als sein Wunsch in Erfüllung ging. Das selbstschwebende Hoverboard. Sofort flitzt er durch die Luft und rast prompt in unseren R3D-Weihnachtsbaum hinein. Von einer Sekunde auf die andere ist die fröhliche Weihnachtsstimmung verschwunden. Nicht einmal unser traditionelles Fondue Chinoise kann uns aufheitern. Doch auf einmal erhellt sich der Raum. Wir drehen uns langsam am Tisch um und da steht ein noch viel schönerer Weihnachtsbaum. Gibt es das Christkind doch?